So, irgendwo hier lang müssen wir doch jetzt wieder kommen. Oder nicht? Mann, ich wollte jetzt so richtig cool da wieder reinjumpen, aber ich glaube, das kriegen wir diesmal nicht hin. Oder doch? Kommen wir hier lang? Kommen wir da lang? Oh, hier, der Baum ist auch gleich gewachsen. Ich pflanze den mal da um. Aber ich glaube hier, nee, hier kommen wir auch nicht durch. Aber ist da nicht eine Tür? Genau, ja super. So lohnt sich das. Ich höre schon wieder Spinnen. Ja, mit den Spinnen wird halt natürlich nichts hier. Aber wir können ja jetzt, wo wir hier nochmal vorbeigekommen sind, mal wieder hier runtergehen. Mal schauen, wie die Ausbeute denn heute ist. Ja, die großen Pläne für den Häcksler, ne? Ich hätte schon Lust drauf, hier noch ein, zwei Etagen reinzuzimmern in dieser kleinen Größe, um es eben kompakt zu halten, aber dennoch auszubauen. Ich weiß aber nicht. Ich glaube, das würde ich dann wirklich in einer, ja, in einer XXL-Special-Folge oder so machen. Keine Sorge, nicht so ein 200er-Special oder so, aber ja, so in einer normalen Folge ist es halt schon ziemlich öde, vor allen Dingen im normalen Let's Play würde das ja Ewigkeiten dauern. Also Ewigkeiten dauern. Wenn ihr versteht, was ich meine. Aber gut, aber gut, aber gut. So, wo kommt jetzt hier der Andesit ist es. Da kommt Andesit rein. Hier wäre Platz für Gravel. Ach, guck mal, wie viel Flint wir jetzt auch haben. Ach, wisst ihr was? Ich glaube, ich mache hier noch mal ein bisschen wenigstens jetzt an Weg. Wenigstens schon mal andeuten. Hier werden wir vielleicht irgendwann eh alles voll machen mit Gravel. So muss das aussehen, liebe Freunde. Ja, ich weiß, hier fehlt noch einiges an Gravel, aber langsam wird sowas mit dem Weg. Ja. Und ich finde es jetzt gerade mit dem Sand hier wichtig, dass das eben so aussieht, als wäre da einiges an Sand über dem Weg drüber. Weil das ist ja auch wieder so, wenn ich hier einen Weg bauen würde, jetzt im Real Life, so am Strand mit ganz viel Sand dran und so, da wird natürlich auch ständig Sand auf dem Weg liegen. Also es macht schon Sinn, wie wir das hier angehen. Hier wird man noch abkürzen, deswegen haue ich das hier nochmal rein und um das nochmal etwas voller zu gestalten, so. Und das sieht doch erstmal gut aus. Da haue ich noch einen hin. Können wir da einen hinhauen. Machen wir hier einen kleinen Bogen mit dem Weg. Ich weiß, ich könnte auch eine Schaufel nehmen. Aber warum sollte ich? Ich möchte ein bisschen entschleunigen. Ich weiß auch nicht, wenn ich dieses Lied höre, muss ich irgendwie immer an Kohle denken. Keine Ahnung, wie ich da drauf komme. Ups. So und so. Kohle, Kohle. Ich brauch Kohle, Kohle. Könnte ich irgendwann einen Remix von machen und hochladen oder so? Hier ist zu viel.
Da kann hin und da kann hin. Da muss Weg hin. Dafür kommt der Weg da weg. So ist, glaube ich, schon ganz gut. Ja, doch. Dann haben wir hier ein bisschen Weg. Hier geht's lang. Und dann da hinten hin. Und hier hole ich schon mal Erde hin. Dann haben wir hier unseren drei breiten Weg, der aber auch hier irgendwie hingeht. Und wir müssen zurück. Ach, guck mal, langsam wird es was hier. Ach, ist das schön. Ich freue mich. Es kommt langsam zusammen. Ja, wenn der Weg irgendwann verbunden ist, so, man merkt ja gar nicht, dass da zwischen die Hälfte fehlt. Aber das ist doch was Schönes. Und der Mond geht langsam auf. Ach, ist das schön. So, dann packe ich den Gravel jetzt einfach mal hier rein. Da müssen wir, wenn wir das nächste Mal am Weg bauen, dran denken, dass wir eben zwei Lager haben momentan, die beide primär genutzt werden auch. Und dann schauen wir einfach mal. So, eine Kleinigkeit wollte ich noch schauen. Ich mache das jetzt einfach mal bei Nacht. Denn wir hatten ja bei Folge 100 nachgeschaut, da waren wir, glaube ich, bei Tag 83. Ich würde einfach mal gerne... Enderman. Ich würde einfach mal gerne wissen, welchen Tag wir haben. Deswegen haben wir hier unseren Worldspawn-Block. Und... wo ist er denn? Da, Tag 119. 119 Minecraft-Tage haben wir schon überlebt. Das ist ja fantastisch. Also so viele Tage, 119 Tage, das hier ist Tag 119, das heißt, da steht jetzt bald schon die 120. Wir haben ja gerade mal 100, ja gut, wir haben 140 Folgen jetzt gut erreicht. Weiß ich gar nicht, wo wir dann jetzt genau sind. Aber ist ja auch egal. Kann sein, dass wir jetzt bei 140 angekommen sind, ne? Ach ja, da ist die andere Höhle. Ach, ist das schön. Ja, dann würde ich sagen, diese Kür... Na, gebt ihr mir schon wieder eure Eier ab. Ja, dann war das heute mal eine etwas kürzere Aufnahmesession, die mich zumindest bis zum Ende der Woche oder bis ins Wochenende reinbringt. Dann werde ich zum Ende der Woche hin nochmal was aufnehmen und dann auch natürlich hochladen. Ach komm, gehen wir doch mal schlafen und dann gucken wir uns die Welt nochmal von draußen an. Ja, oder unser Haus. So, bis zum nächsten Mal werde ich mir Gedanken machen, wie wir hinten mit dem Haus weitermachen können. Das kann ich auch schon mal sagen. Und ja, vielleicht werden wir wieder ein klein wenig noch beim Weg weiterarbeiten. Aber da haben wir jetzt ja in den letzten Folgen wieder viel, viel gemacht. Deswegen, ja, schaue ich mal. Höhlentour brauchen wir gerade nicht, aber so ein bisschen Ressourcenfarmen. Das Haus weiterbauen ist mir gerade echt so ein Anliegen, was ich gerne schaffen würde. Und dann mit einem ähnlichen Blick wie beim letzten Mal, würde ich sagen, vielen Dank fürs dabei sein, vielen Dank fürs Zuschauen. Und habe ich jetzt überhaupt... Nee, doch. Nee, komm, ich bereite das, ich mache mir mal... Ja, ich habe heute wieder gemerkt, ich erinnere mich überhaupt nicht dran, was beim letzten Mal war.
Habe ich hier noch ein Sign? Habe ich nicht. Hier nicht, hier nicht, hier nicht, hier nicht, hier nicht. Da ist ein Sign. So. Dann machen wir das jetzt folgendermaßen. In dieser Hand hält unsere Statue jetzt einfach mal ein Sign, auf das wir schreiben können, ja, was so abgeht. Und zwar, das nächste wäre auf jeden Fall Haus weiterbauen. Ach, stimmt, man kann ja jetzt rechts klicken. Ui, das ist cool. Ja, das Haus weiterbauen ist auf jeden Fall das Anliegen für die nächste Aufnahmesession. Ich bedanke mich dafür, dass ihr dabei seid. Gerne Rückmeldung geben in den Kommentaren. Gebt Daumen nach oben, Daumen nach unten, wie auch immer. Hauptsache eine kleine Rückmeldung. Das würde mich sehr freuen. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Tschüss und auf Wiedersehen. Ciao.